Herzlich willkommen am Karatec-Stand. Wir haben aufgebaut, morgen geht's los. Und ich habe mir jetzt gerade mal den Lukas geschnappt. Hallo. Und Lukas, erzählt mal, was euch hier am Stand erwartet. Ja, herzlich willkommen auf dem diesjährigen Caravan-Salon-Stand der Firma Karatec. Nicht wundern, auf den ein oder anderen Exponaten sind noch Folien drauf. Wir sind noch einen Tag vor der Messe. Wir haben euch aber dieses Jahr was ganz Besonderes mitgebracht, also eine wirkliche Weltneuheit. Und zwar haben wir neu dieses Jahr einen 22 Zoll, 24 Zoll, ganz neu mit dabei 27 Zoll und natürlich auch 32 Zoll als Smart TV. Smart TV heißt, ich habe hier mein WebOS drauf, ich habe diverse Apps vorinstalliert und kann die natürlich noch mit vielen weiteren ergänzen, also beispielsweise YouTube, Netflix, Amazon Prime ist immer schon drauf und der Kunde kann sich dann eine Mediathek oder was auch immer er gucken möchte runterladen. Was das Schicke dran ist, wir haben jetzt hier, kennen vielleicht viele von euch schon, das Gehäuse unserer Exclusive-Serie, das heißt wir haben einen super, super dünnen Rahmen und unten auch mit dieser schicken silbernen Aluleiste und alles halt als Smart TV, das ist echt schön. Und die Soundbar ist auch wieder mit dabei. Soundbar ist natürlich auch mit dabei. Haben wir jetzt auch seit ungefähr einem Jahr neu. Lässt sich grundsätzlich an jedem TV montieren. Es sind universelle Halter mit dabei und bringt natürlich den TV-Klang noch mal ein Stück vorwärts. Das ist einmal die Soundbar. Die passt hier perfekt unterm 22, ist richtig, ne? Genau, richtig. Passt aber auch unter weitere Fernseher, ist grundsätzlich eine universelle Halterung dabei. Das heißt, ich kann die Soundbar nicht nur am 22 Zoll, sondern beispielsweise auch am 24 Zoll montieren. Geht, ja. Okay. Gut, du hattest gerade gesagt, Smart TV, WebOS, ja. Das heißt also, ich brauche Internet im Fahrzeug. Genau, richtig. Ich brauche natürlich für jeden der TV-Geräte eine stabile Internetverbindung. Das führt uns eine Etage weiter, eine Stelle weiter. Und da haben wir nämlich unsere Router-Sets. Ja, wir haben hier unten, das kennt ihr schon, unser 4G-Router-Set. Einmal die Dachantenne und der dazugehörige Router. Und jetzt haben wir erstmals hier auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf unsere neue 5G-Variante. Sieht, finde ich, sehr, sehr schick aus. Hier auch wieder mit Dachantenne, diesmal in schwarz im Gegensatz zu der weißen 4G-Antenne. Und hier der Router, der ist vielleicht noch mal ein kleines bisschen schicker. Der Unterschied macht natürlich die Schnelligkeit. Ja. Also mit dem 5G-Router bin ich natürlich noch mal ein gutes Stück schneller unterwegs als mit der 4G-Variante. Okay. Und die Besonderheit an dem Router ist ja, dass man halt diese Dachantenne mit dazu hat und dadurch besseren Internetempfang. Ja, ich brauche beispielsweise jetzt für unsere Smart-TVs natürlich eine stabile Internetverbindung. Wie schaffe ich das? Ihr kennt es vielleicht, wenn ihr im Fahrzeug sitzt mit eurem Handy, dann ist als mal die Verbindung ein bisschen abgehackt. Ja. Woran liegt es? Das Signal muss durch die Fahrzeugaußenhaut durch, wird dadurch natürlich entsprechend abgeschirmt. Und hier habe ich eben eine Antenne auf dem Dach. Ich fange mein Signal außen ab, bringe es ins Fahrzeuginnere und habe dadurch diese störende Abschirmung nicht. Ja. Und man kann bei euch ja nicht nur den Router bekommen, sondern man kann ihn auch einbauen lassen, richtig? Ja, korrekt, richtig. Gibt es ein Messeangebot? Wir haben zum Router beispielsweise auch ein Messeangebot. Alle Produkte, die ihr hier seht, könnt ihr bei uns erwerben im Service Center. Wir bauen das Ganze für euch ein. Ihr bringt jetzt beispielsweise beim Router eine SIM-Karte mit. Wir richten euch alles fix und fertig ein. Ist eigentlich eine saubere Lösung, ja. Das klingt interessant für die auf der Suche nach einem Internetrouter sind. Ja. Nächste Wand habe ich gesehen. Da geht es um das Thema Sound. Genau. Altbekanntes Thema. Die meisten Fahrzeuge sind ab Werk nicht wirklich mit einem High-End-Soundsystem ausgestattet und wir bieten da diverse Nachrüstmöglichkeiten. Jetzt haben wir hier beispielsweise einen Lautsprechersatz für ein Fiat Ducato 7 und 8. Das heißt, wir haben hier die Lautsprecher in den Türen, die wir tauschen und eben die Hochtöner, die wir hier nebendran sehen. Wir haben aber ganz individuelle Sachen auch, individuelle Soundsysteme, kommt gerne auf uns zu. Je nach Fahrzeug gibt es da ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten. Hier unten haben wir noch unseren klassischen Basswürfel, unseren Subwoofer zusammen mit einem DSP-Verstärker. Wir haben ja diverse Soundsysteme. Kann man so ein Fahrzeug jetzt, egal was für ein Fahrzeug, ob es ein Fiat Ducato ist oder ein Mercedes oder was auch immer, soundtechnisch nochmal deutlich aufrüsten. Gehen wir einmal rüber. Genau.
hier haben wir auch noch eine Neuerung mitgebracht dieses Jahr. Beispielsweise unsere Kastenwagenkamera, die kennt ihr schon, was wir jetzt neu haben. Wir hatten diese Kastenwagenkamera als HD-Variante, macht beispielsweise Sinn, ist richtig schick mit einem Monisiever oder Navisiever, die auch einen HD-Kameraeingang haben. Habe ich natürlich ein tolles Bild, ähnlich wie ich es aus dem PKW-Bereich kenne. Und jetzt haben wir dieses Jahr ganz, ganz neu mit dabei, auch eine HD-Kamera, die ich beispielsweise auf einem externen Monitor, wie wir es jetzt hier unten sehen, darstellen kann. Oder natürlich auch auf einem Monisiever oder Navisiever mit integriertem HD-Kameraeingang, eben auch für voll- und teilintegrierte. Und dann, das finden glaube ich auch ganz viele interessant, weil der Spiegel ist ja eigentlich nützlos im Wohnmobil. Genau. Und hier sehe ich, das ist einmal ein Spiegel, aber da ist noch ein Monitor mit drin. Richtig, genau. Du hattest ja auch schon ein bisschen was dazu gepostet. Hier haben wir unseren Spiegelmonitor für Fiat Ducato, aber auch für andere Fahrzeuge mit dem entsprechenden Halter. Wie du gerade gesagt hast, normalerweise habe ich meinen Spiegel. Sehen tue ich da natürlich relativ wenig. Und wir machen das Ganze wieder nutzbar. Das heißt, ich habe einen klassischen Spiegel und hier habe ich dann entsprechend mein Kamerabild. Hier haben wir jetzt zwei Kameras angeschlossen. Das heißt, ich kann das Bild entsprechend auch umschalten. Ich habe zwei Kameraeingänge und so mache ich aus einem eigentlich nutzlosen Rückspiegel im Wohnmobil einen Monitor. Ja. Und habe zudem auch noch einen Spiegel. Und habe dazu noch einen Spiegel, genau. Auf der Säule unten ist noch eine Unterbodenkamera. Ja. Die habt ihr jetzt nicht mit, aber wird natürlich nach wie vor noch angeboten. Sicher, natürlich. Also Unterbodenkamera ist gerade ein Thema, da kriegen wir ganz, ganz viele Anfragen. Ist natürlich super komfortabel, ja. Wenn ich entsorgen will, ich treffe unten den Auslass nicht, da haben wir eine passende Lösung für. Du kannst vielleicht gerade mal drauf filmen, da sieht man es ganz schön, hier haben wir den Auslass. Und links daneben unsere Unterbodenkamera. Und die kann ich natürlich auch auf einem Monisiever oder Navisiever darstellen oder auch auf einem externen Monitor. Macht die Sache sehr, sehr komfortabel. Was habt ihr noch Schönes mit dabei? Ja, was haben wir noch Schönes mit dabei? Sattanlagen gibt es natürlich nach wie vor noch, auch wenn die Router im Kommen sind. Selbstverständlich. Wir kriegen natürlich immer mehr Anfragen zum Thema Internet, zum Thema Streamen im Wohnmobil. Deswegen auch unsere neue Smart-TV-Serie und unsere Router-Sets. Natürlich kann ich mit unseren Smart-TVs auch ganz klassisch per Sat-Antenne Fernsehen gucken. Das geht natürlich, ja. Sat-Antennen haben wir zwei verschiedene hier im Portfolio. Wir haben einmal die mit dem 50 cm Spiegel und einmal mit dem 60 cm Spiegel. Wir bieten da auch eine komfortable Variante an, eine komfortable Steuerung. Das heißt, ihr könnt jetzt bei unseren klassischen TV-Geräten, wir haben ja auch noch TV-Geräte, die keine reinen Smart-TVs sind, könnt ihr mit der entsprechenden Sat-Antenne die Antenne auch hoch und runter fahren, ja? Einfach über die TV-Fernbedienung. Und die beiden Varianten haben wir eben in Weiß und in Grau, je nach Fahrzeugfarbe dabei. Dann geht's hier weiter mit unserem Energielieferanten NDS. Und NDS gibt es jetzt schon etwas länger. Die haben ein ganz schönes System entwickelt. Das heißt, ich kann jetzt beispielsweise alle Energiekomponenten, die ich so im Fahrzeug habe, jetzt beispielsweise hier meine Aufbaubatterie oder mein Solarladeregler, kann ich alles miteinander kombinieren. Ja, NDS nennt dieses System N-Bus, einfach ein Vernetzungssystem. Und ich habe dann später beispielsweise, wie man es hier sieht, auf dem Monitor, auf so einem externen Display, kann ich dann sehen, was macht denn beispielsweise die Batterie, was wird dann über die Solaranlage geladen. Das kann ich mir alles hier separiert darstellen lassen. Ja? Also ich sehe jede Energiekomponente einzeln und kann schauen, was macht die Batterie, was macht gerade Solar, was macht der Ladebooster gerade, wie viel lädt der gerade. Eigentlich ganz schöne Geschichte. So, dann gehen wir mal weiter vom Thema Energie zu unserer Radiowand. Wir haben jetzt erstmals auf dem Caravan-Salon vier Radiogeräte, vier Munisiever bzw. Navigationen dabei. Einmal hier ein Gerät von Pioneer. Das ist eine sehr, sehr schöne Lösung. An sich ein Munisiever. Allerdings, wenn ihr dieses Gerät kauft, das Pioneer SPH Evo 950,
Da ist da eine Navi-Lizenz mit dabei. Das heißt, ihr könnt einfach mit dem Smartphone hier navigieren per Südschick-App. Ja, das heißt, ich habe eigentlich einen Muni-Siever, mache aber per Südschick, per Navigations-App da eine vollwertige Fahrzeugnavigation, Reisemobilnavigation draus. Hier unten haben wir einen 11 Zoll Muni-Siever von Alpine, einen 6,95 Zoll Muni-Siever von Sony und hier unten die neue 10,1 Zoll Navigation von Kenwood mit Garmin-Navi. Ihr habt aber noch viel, viel mehr. Ja, mit Sicherheit. Wir können natürlich nicht alles hier, was wir anbieten, mit auf den Stand nehmen. Wir haben alle Geräte unserer Partner, Pioneer, Sony, Alpine, Blaupunkt, Kenwood, natürlich bei uns in Landau im Service Center in der Radiowand. Das heißt, wenn ihr euch für so ein Gerät interessiert und es ist keins von denen, kommt gerne bei uns in Landau vorbei. Da haben wir natürlich eine viel größere Auswahl, als was hier auf der Messe darstellen können. Und da kann man ja einfach bei euch auch einen Beratungstermin abmachen. Gerne, einen Termin. Ja. Also vorher einmal beraten, was passt zu einem, ja, was passt zum Fahrzeug. Und genau, macht also auf jeden Fall Sinn, da einmal vorbeizukommen. Ja, genau. Wir beraten gerne zu den hier ja, angesprochenen Themen vor Ort. Einfach bei uns melden in Landau im Service Center, anrufen oder eine kurze Mail schicken. Ich oder mein Kollege Daniel Schweizer, wir kümmern uns gern drum und beraten euch entsprechend. Jetzt hatten wir vorhin über die Smart TVs gesprochen. Natürlich brauche ich zu so einem TV auch einen entsprechenden Halter. Ja. Wir haben grundsätzlich für jedes TV-Gerät eine passende Halterung. Da kommt es jetzt ein bisschen drauf an, was der Kunde möchte. Ja. Also möchte ich eine relativ einfache Variante, wo ich den TV ein bisschen schwenken kann. Was bei uns immer so der Klassiker ist, was immer gerne genommen wird, ist unser Pushlock-Halter beispielsweise. Ja, den haben wir hier. Ist gerade interessant, wenn beim Kastenwagen oder Teilenequipment beispielsweise, wenn ich sage, okay, ich will von vorne, von Fahrer-Beifahrersitz schauen, aber auch eben aus dem Heckbereich. Ja, es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, wie mein Wohnmobil aufgebaut ist. Ne? Natürlich. Ob das jetzt an der Wand platziert werden kann oder vielleicht unter dem Unterschrank oder Oberschrank. Ja. Da habt ihr aber auch eine Lösung für ja, den sicherlich. Oberschrank. Ja, können wir einmal hier rüber kommen. Mal auch im Kastenwagen, wo das ja wahrscheinlich viel eingesetzt wird, da möchte man ja auch vielleicht mal Fernsehen schauen. Genau, also wir haben jetzt hier zwei Halterlösungen. Ist immer dann interessant, ja, wie du sagst, beispielsweise für einen Kastenwagen im Heckbereich. Die sind jetzt dafür gut, wenn ich keine klassische Wand habe, wo ich mein TV unterbringen kann, sondern ich will die beispielsweise auf oder unter den Schrank montieren. Ist ganz interessant, beispielsweise beim Kastenwagen im Heckbereich. Ja. Also wir haben vielfältige Möglichkeiten, was A, TV-Geräte und B, TV-Halter anbelangt. Nun kommen wir zum nächsten Thema, das ihr ausstellt. Ich weiß, das ist eins deiner Lieblingsthemen, ja. Das Thema Alarm. Genau, das ist so ein bisschen mein Lieblingsthema. Machen wir auch schon ganz, ganz lange. Jetzt können wir dieses Jahr erstmals auf dem Caravan-Salon unsere eigene Alarmanlage, die Caratec Secure, zeigen. Grundsätzlich hat sich ein bisschen was geändert zur Angebotsstruktur. Ich zeige euch einfach mal, was grundsätzlich immer im Grundpaket mit dabei ist. Das ist das, was wir hier sehen. Das heißt, wir haben immer alle Türen, die über das Fahrzeug generell, über den Canbus überwacht werden, haben wir immer mit abgesichert. Wir haben eine Vorbereitung für Funksensoren. Wir haben eine abschaltbare Innenraumsensorik. Ein wechselkodierter Funkanzender ist immer mit dabei. Eine Sirene mit Notstromversorgung und natürlich die Wegfahrsperre. Ja. Also jede Alarmanlage, die wir verbauen, da verbauen wir eben auch die Wegfahrsperre, dass das Fahrzeug so leicht keiner klauen kann. Auch ganz wichtig. Und ich habe natürlich die Panikalarmfunktion. Ich weiß nicht, ob du das in deinem Video, Johanna, schon vorgestellt hattest. Das heißt, ihr seid jetzt irgendwo unterwegs und es läuft jemand ums Fahrzeug rum und das passt euch nicht, dann könnt ihr die Sirene aufholen lassen, um denjenigen dann eben zu vertreiben. Jetzt kann der Kunde selbst wählen. Das ist immer das Grundpaket. Optional kann ich jetzt beispielsweise meine Fenster absichern. Ich kann meine Heckgarage absichern, was auch immer ich will, mit Funksensoren. Es gibt optional von Vodafone Automotive eine Fahrzeugortung oder auch eine Drivercard. Das heißt, ich habe einen Zwei-Faktor-Schutz. Normalerweise wird die Alarmanlage über den Schlüssel geschärft und entschärft.
wenn ich jetzt noch so eine Driver-Card dazu buche, brauche ich zusätzlich zum Schlüssel diese Karte immer mit dabei. Ja? Also wenn der Schlüssel vom Fahrzeug geklaut wird, kann der Dieb relativ wenig damit anfangen. Dazu ist die Driver-Card da und wir bieten auch Gassensoren an, wobei die erstmal vollkommen losgelöst von der Alarmanlage sind. Hier unten haben wir unseren Hauptsensor. So sieht so ein Gassensor aus. Der hat einfach einen Schalter drauf zum Ein- und Ausschalten. Und es gibt noch einen Zusatzsensor und einen CO-Zusatzsensor, um das Gas dann eben noch ein bisschen schneller zu detektieren. Ja. Okay, und die Alarmanlage, die ist für jedes Fahrzeug, egal ob ich jetzt einen Fiat fahre, ob ich einen Mercedes fahre. Ja, also die Alarmanlage grundsätzlich gibt es für ganz, ganz viele Fahrzeuge, für ganz, ganz viele Varianten, also Kastenwagen, vollintegrierte, teilintegrierte, eben für Fiat Ducato, Citroën Jumper, Boxer, Ford Transit habe ich mit dabei, der Mercedes Sprinter, Crafter, MAN TGE, Iveco Daily und Renault Master. Also wir haben eigentlich alles mit abgedeckt. Und einen weiteren Punkt habe ich noch, da gehen wir nochmal rüber. Wir haben natürlich unsere eigene Batterie mitgebracht. Wir bieten energietechnisch die Produkte von NDS an. Da hatten wir gerade eben schon mal kurz drüber gesprochen. Und unsere eigenen Batterien, ja, unsere eigenen Karatec-Batterien haben wir auch in verschiedenen Größen. Sind natürlich alles Lithium-Batterien mit integrierten BMS und einer App dazu. Das heißt, der Kunde kann immer sehen, was macht die Batterie gerade. Ja, wie viel lade ich gerade, wie viel entlade ich gerade. Und die haben wir in 100 Amperestunden, 150 und 200. Ja, und jetzt würde ich auch sagen, ich habe jetzt genug gequatscht. Wenn Fragen offen geblieben sind, wenn ihr eine Beratung benötigt oder einfach mal so vorbeikommen wollt, kommt gerne vorbei. Wir sind hier in Halle 13, noch bis Sonntag, den 3.9. und wir freuen uns auf euch.